Hallo Leute. Okay. Von diesen drei Herrschaften haben wir richtig, richtig eine reingebrezelt bekommen und sie werden uns auch wieder richtig, richtig eine reinbrezeln, wenn wir uns weiterhin so ungeschickt anstellen wie zuvor. Deswegen brauchen wir jetzt einen kleinen Schlachtplan, eine Kampftaktik, irgendwas in die Richtung. Meine Idee ist, Berthold rufen, hoffen, dass er sich um Marius kümmert, dann auf die drei Herrschaften zurennen und so schnell wie möglich nach rechts abbiegen und hinter diesem Vorsprung in Deckung gehen. So ist der Plan. Los, meine Untertanen! Hoffen wir, dass das alles klappt. Hopp! Hui. So. Das ging halbwegs gut. Wir nehmen ein paar Brote zu uns. Springen hoch und sagen, Feuer frei. Oh nein, der hat mich böse gemacht. Sein Bogen ist einfach so super heftig. Und unsere Lebensenergie ist fast auf Null. Noch ein Brot hinterher. Mist, los. Noch nicht. Komm, wir schaffen das doch. Mit Schwertern und Zaubern und... Oh. Immerhin, einer ist erledigt. Und er hat einen gewöhnlichen Räuberhelm dabei. Oh, wie deprimierend. Oh. Apropos erledigt, Berthold ist erledigt. Aber einer von dreien ist schon mal... gefallen. Da würde ich doch sagen... schnell speichern. Wir schnabulieren ein Brot. Ein Brot, habe ich gesagt. Ein Brot. Ein Brot. Dann schleichen wir uns rasch um die Ecke und schicken Berthold in den Kampf. Und währenddessen... Ha! So, ein zweiter ist erledigt. Schnell speichern. Gewöhnliche Veredelung der Stärke. Na, großartig. Wenn wir uns hinter den stellen, kriegen wir trotzdem ordentlich was ab. Aber zauberlos. Und, hopp. Das war's dann wohl mit der Zauberei. Berthold, mach ihn fertig. Jetzt gibt es wahrlich kein Zurück mehr. Eure Vergangenheit ist genauso tot wie eure ehemaligen Gefährten. Ja, streu noch ein bisschen Salz in die Wunde. Dankeschön. Normales, leichtes Stahlschwert des Wolfes des Magiepriesters. Hm. Hm. 18 bis 30 Schaden. Und die Hose? Heldenhaft. Leichter Elitebeinschutz des Bezauberers der Spiritualität. Hm. Und Quarz. Okay. Dann... Moment mal, was hat das denn hier unter Diverses zu suchen? Das hat mich ja gerade stark verwirrt. Okay. Fernkampfrüstungswert plus 1 und plus 3 zu Fernkampfrüstung. Da nehme ich doch lieber das hier und pack gleich die Veredelung der Stärke rauf. So. Ausrüsten. Oh, hübsch. Steht uns gut zu Gesichte. Bis 14 Schaden und 7 auf kritische Treffer. Oh, oh, oh. 8 bis 14 Schaden steht 18 bis 30 Schaden gegenüber. Ja. Und da wir hier unten eine Veredelung reingehauen haben,
das hier oben nur plus 1 Gewandtheit gibt. Okay. Legen wir das ab. Das sieht hübsch aus. Das sieht sehr hübsch aus. Okay. Das hat sich doch einigermaßen gelohnt. Wenn wir das Ding jetzt anlegen, verlieren wir eine Gewandtheit und damit den Bogen. Stimmt das? Benötigt 7 Gewandtheit und wir haben genau 7 Gewandtheit. Aber wir haben auch Steigerungspunkte. Aha. Dann mache ich das so und so, weil das einfach mal wieder sein muss. Und ich hätte einfach mal Lust, unsere Lebensenergie ein bisschen zu erhöhen. Das ist ja nicht mehr feierlich, wie wenig wir aushalten. Auswahl übernehmen. Und das... Wieso können wir das nicht veredeln? Da sind doch... Ach, weil das Bezauberungsfelder sind, nicht Veredelungsfelder. Ah. Hier ist ein Veredelungsfeld mit drin. Aber... Ja... Nö, lassen wir so. Ausrüsten. Okay, das stimmt so. Ja, das ist gut. Fertigkeiten. Haben wir auch einen Punkt dazu bekommen? Nicht in Berthold, nicht in Weisheit. Dann haben wir ja mal wieder freie Wahl. Könnte ein Punkt auf Mana-Entzug rauf. Ein erfolgreicher Nahkampftreffer hat eine 80%ige Chance, dem Gegner 10% des verursachten Schadens abzuziehen und die Punkte eurem Mana-Vorrat hinzuzufügen. Ja, warum nicht? Der eine Punkt kann ja nicht schaden. Und durch den Bonus haben wir jetzt noch einen zweiten Punkt dazu bekommen. Das ist bestimmt gut. Okay. Die Frage ist nun... Wie geht es jetzt weiter, Sherlock? Am besten abspeichern. Ich hoffe, ihr seid ähnlich gespannt wie ich, was uns im Tempel erwarten wird. Hoffentlich sind wir dem mehr gewachsen als den drei Gesellen vor dem Tempel. Aber da wir da einen dieser Obermotze töten sollen, kann das Ganze schlechter ausgehen. Oh. Ach, was soll's, Mut voran. Glückwunsch, mein Freund. Gandalf. Ich wage zu behaupten, dass ihr es weitergebracht habt, als Damian je erwartet hätte. Aber ich habe gewusst, dass man euch nicht würde aufhalten können. So wie ich das auch gleich über den Göttlichen gewusst hatte, als ich ihn das erste Mal sah. Er war wie ihr ein verwirrter Abenteurer, der sich plötzlich im Mittelpunkt eines großen Dramas wiederfand, dessen Ausgang immer noch nicht feststeht. Wenigstens wissen wir jetzt, um was für eine Geschichte es sich handeln wird, wenn es nach uns ginge. Habt ihr Erfolg, wird es ein Epos sein. Versagt ihr allerdings, haben wir es mit einer Tragödie zu tun. Ihr nehmt die Heldenrolle ein, Damian ist der Bösewicht und Lord Lovis hat euch verraten, wer den Deus Ex Machina spielen wird. Wir werden versuchen, Igerna wieder zu erwecken, damit ihr Leben der Tod des Verdammten werde. Wie in einem klassischen Drama. Oder nicht? Der Stoff, aus dem Legenden sind. Und wir kommen dem Ende näher. Denkt und kämpft euch euren Weg durch diesen Tempel. Und ihr werdet die Wächterinsel erreichen. Danach folgt der Drachenturm. Eure Zeit als Drache. Und schließlich Damians unausweichliche Niederlage.
Gandalf ist ein ganz mieser Spoiler. Jetzt hat er uns ja schon alles verraten. Oh, Erfahrungspunkte, viel wichtiger. Okay. So. Das neue Schwert gefällt mir ausgesprochen gut. Aber ausgesprochen. Ich mag das neue Schwert. Kann man die Särge öffnen? Nein. Wir sind ja alles möglich, aber keine Grabschänder. Wir doch nicht. Ein lächerlicher Bogen und... Nein, da ist auch wirklich nichts drin. Was? Wieso? Wieso wurde jetzt gespeichert? Wird es jetzt wieder gefährlich? Oh. Oh. Huch. Das Glück ist mit den Dummen oder so. Sockel. Ihr seid hier, um euch als würdig zu erweisen, Eingeweihter. Ihr seid entzweit und wünscht nun eins zu sein. Und wo war das jetzt ein Hinweis darauf, dass wir die Urne betätigen sollen? Ich merke schon, wir könnten sehr lange an irgendwelchen Rätseln sitzen. Rätsel, die eigentlich offensichtlich sind. Formel für überdurchschnittliche Belebung. Nett. Okay, erstmal umschauen. Diese Statue finde ich ausgesprochen schick. Und dieses Sägezahnschwert sieht sehr unangenehm aus. Ich hoffe, das ist nicht Damian. Bier. Natürlich. Was erwartet man auch anderes in einem mystischen Tempel zu finden als Bier? Immer diese konsumfixierten Computerspiele. Schrecklich. Was ist da? Da hier ist gar nichts. Nein, da ist nichts. Und hier ist ein Wegpunktschrein. Wie schön. Wie heißt das hier? Zeller. Oder Keller, oder? Wir sind im Keller, weil wir Kellerkinder sind. Ohohoho. Aber